Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Das Thema von heute ist, sollte man sich immer vereinigen? Das heißt, immer unter allen Bedingungen vereinigen. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, wir müssen doch zusammenhalten. Es gibt zum Beispiel ein bestimmtes Problem unter Brüdern, ein bestimmtes Problem unter Predigern, ein bestimmtes Problem unter Gemeinschaften. Dann wird dann gesagt, ja, lass uns vereinigen. Wir müssen uns vereinigen. Lass doch diese ganzen Khilafat auf Seite und lass uns vereinigen. Gemeinsam sind wir stärker. Sind wir gemeinsam wirklich stärker, immer stärker? Es ist eine logische Schlussfolgerung, dass man, umso mehr man ist, umso stärker ist man. Und dazu findet man auch sogar Beweise im Koran. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Ali Imran, wenn es von euch 100 Standhafte gibt, werden sie 200 besiegen. Und wenn es von euch 1000 Standhafte gibt, werden sie 2000 besiegen. Das heißt, umso mehr man ist, umso mehr kann man besiegen. Ist das aber unter allen Bedingungen so? Nein, das ist nicht unter allen Bedingungen so. So sieht man beispielsweise, dass der Prophet ﷺ bei bestimmten Schlachten extra nur bestimmte Leute mitgenommen hat und anderen verboten hat mitzuziehen. Warum? Weil sie Unruhe verursachen. Ja? Und das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, es darf keine Vereinigung geben unter allen Bedingungen. Ja, man sieht dann beispielsweise, jemand hat völlig absurde Ideen vom Islam und man vereinigt sich mit ihm und man vermittelt damit den Leuten, dass das, was diese Person glaubt, richtig ist. Dass was diese Person sagt, richtig ist. Da hat mir zum Beispiel ein Bruder erzählt, dass es eine Moschee gibt, ja, und da ist ein Imam, der hat in Medina studiert, und da kommt dann jemand dahin in diese Moschee, der ein absoluter Kafir ist, ein Modernist der übelsten Sorte, der sagt, Juden und Christen gehen ins Paradies, und dann machen sie einen auf Friede, Freude, Eierkuchen und dadurch wird den Leuten vermittelt, die von der anderen Person sind, die der anderen Person folgen, ah, guck mal, laut eurem Scheich aus Medina ist doch unsere Person auch richtig. Und das ist eine falsche Herangehensweise. Und hier muss man sehr vorsichtig sein. Und das gilt auch für mich. Das gilt auch für mich. Und das sind auch Sachen, Dinge, aus denen wir gelernt haben. Manche Leute sagen uns zum Beispiel, warum vereinigt man sich nicht hier, warum vereinigt man sich nicht da? Und ich merke immer mehr, ihr müsst euch vorstellen, wir sind jetzt seit 12 Jahren sehr, sehr intensiv dabei hier bei der DAWA in Deutschland. Und viele, die später dazu gekommen sind, wissen nicht, was alles in der Vergangenheit passiert ist. Oder haben es vergessen, was in der Vergangenheit passiert ist. Das heißt, welche, die früher schon dabei waren, haben vergessen, was in der Vergangenheit passiert ist. Zum Beispiel, im Jahr 2008 habe ich eine Internetseite gegründet, die hieß Einladung zum Paradies. Nicht der Verein Einladung zum Paradies. Der Verein Einladung zum Paradies, ich war nie ein offizielles Mitglied in diesem Verein. Sondern ich war praktisch so eine Ansprechperson, die mitgewirkt hat, die mit Ratschläge gegeben hat, die befragt wurde, aber ich war nie offiziell ein Mitglied dieses Vereins, ja, weil es immer geschrieben wird, ich war Mitglied des Vereins. Nein, meine Seite war EZP, also Einladung zum Paradies, das war meine Seite. Das Ziel dieser Seite war eigentlich, Leute, die Dawa machen in Deutschland, zu vereinigen. Das war eigentlich unser Ziel. Von vornherein, und wer unsere Dauer genau beobachtet, sieht, dass wir immer Projekte von anderen Leuten unterstützen. Wir unterstützen Projekte von anderen. Das Lease-Projekt beispielsweise war nie mein Projekt gewesen. Und das habe ich auch in mehreren Vorträgen erwähnt. Wo ich das Lease-Projekt verteidigt habe, habe ich gesagt, ich bin nicht der Initiator des Lease-Projektes. Und übrigens an dieser Stelle, weil ja immer vorgeworfen wird, das Lease-Projekt hätte für den IS rekrutiert. Ich bin nicht dieser Meinung, nach wie vor, auch wenn das Lease-Projekt verboten wurde. Das Argument, was hier hervorgezaubert wird, ist ja, dass viele, die beim Lease-Projekt mitgearbeitet haben, dann später beim IS gelandet sind. Erstmal, die Leute, die beim Lease-Projekt mitgearbeitet haben, waren lose Mitarbeiter. Das waren keine Leute, die unbedingt ideologisch
vollkommen mit einem Ibram Abu Naji, der der Initiator des Projektes war, übereinstimmen, sondern er hat einfach Leute angenommen, die den Koran verteilen, weil ihm ging es um die Koranverteilung. Ibram Abu Naji selber ist, und ich habe mit ihm damals mehrmals darüber geredet, nicht für den IS. Ja? Nicht für den IS. Wir haben keinen Kontakt mehr. Er ist nicht für den IS, er ist gegen den IS. Aber ich finde es negativ, dass er sich nie öffentlich gegen ihn geäußert hat. Weil wenn ich eine Meinung vertrete, dann brauche ich auch keine Angst haben, die öffentlich auszusagen. Wenn das meine Meinung ist. So. Aber er konnte die Leute gar nicht rekrutieren, weil er immer nur von Woche zu den verschiedenen Infoständen gegangen ist. Und die Leute, die dort für ihn gearbeitet haben, die hat er vielleicht 2-3 Mal in seinem Leben, 1-2 Stunden gesehen. Das heißt, er hatte oberflächlichen Kontakt mit ihnen. Der Grund, warum viele vom Lease-Projekt später beim IS gelandet sind, ist erstmal, weil es von außen Dauer für den IS gab, die Leute, die beim Lease-Projekt mitbekommen haben, genauso wie die Leute mitbekommen haben, die beispielsweise zu DITIB und Millî-Görüş gehen. Und weil Abu Sam al-Gharib, der Gründer von Millatü İbrahim, und Millatü İbrahim konnte nur entstehen dadurch, dass der Verfassungsschutz EZP in Mönchengladbach bekämpft hat. Alle Leute von Millatü İbrahim, oder nicht alle Leute, aber ein großer Teil der Leute, die beim IS gelandet sind, sind Leute, die bei Millatü İbrahim waren. Und er hat diese Leute am Anfang bei Elis mitarbeiten lassen und hat sie dann nach Syrien gerufen, beziehungsweise eingeladen. Da gibt es Videos beispielsweise von Dennis Kuspert, der sozusagen die rechte Hand von Mohammed Mahmoud ist, von Abu Sam al-Gharib, der in Syrien steht und dort ein Video macht, was ganz öffentlich auf Facebook zu sehen ist. Das dazu. Auf jeden Fall. Das heißt, man muss, um nochmal darauf zurückzukommen, es gibt keine Vereinigung auf alle, unter allen Bedingungen. Ja? Und man muss aufpassen, wenn man sich vereinigt, dass man nicht dadurch eine falsche Botschaft rüberbringt. Das gilt auch für uns. Und es gibt auch Leute, die wollen sich mit einem vereinigen, um ihn zu kontrollieren und von ihm zu profitieren. Und das ist zum Beispiel etwas, was mir schon mal vor ein paar Jahren passiert ist. Da kommen Leute zu uns und sagen, sie wollen sich unbedingt mit uns treffen und sich mit uns vereinigen. Und ich meinte zum Bruder Ibrahim Thomas damals, Bruder, es geht nur darum, uns an ihre Zügel zu nehmen, damit sie von uns profitieren können, weil wir mehr Einfluss haben. Es geht um nichts anderes. Ibrahim Thomas meinte zu mir, lass uns trotzdem dorthin gehen, es anhören. Das erste, womit es anfing, es wurde erstmal Honig ums Maul geschmiert, oh, ihr seid alle toll, bla 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 bla. Und das zweite war, wir müssen einen Emir wählen, der uns dann zu sagen und zu machen, wir müssen erstmal einen Amir haben. Das heißt, sie wollten also dafür sorgen, dass wir alle einen Amir bekomme, der praktisch auf ihrer Schiene ist, damit der mir dann sagen kann, wie ich mich zu verhalten habe. Ich kann mich beispielsweise nicht mit Leuten vereinen, die meine Dawa-Identität von vornherein angreifen. Meine Dawa-Identität und mein Dawa-Ziel ist und war schon immer, die Menschen, die Massen zu erreichen. Denn ich, als jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist, in Deutschland zur Schule gegangen ist, im Kindergarten gegangen ist, Abitur gemacht hat, zur Universität gegangen ist, auf die Straßen gegangen ist, in den Disco gewesen als Nicht-Muslim, ich sehe mit offenen Augen nach rechts und nach links und sehe, dass 90% der Muslime nicht beten, mindestens. Dass 90% der Muslime nicht fasten, mindestens. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal im Ramadan gefastet habe, also mein erster Ramadan im Islam 2001, da kommt ein Türke zu mir und sagt, machst du Ramadan? Ich habe das als Beleidigung aufgefasst. Wie kannst du mich als Muslim fragen, ob ich im Ramadan faste? Das ist genau so, als wenn jemand sagen würde zu dir, schläfst du mit deiner Mutter?
Ja, es ist eine große Sünde, im Ramadan nicht zu fasten. Wie kannst du zu mir kommen, wo ich Muslim bin, und mich fragen, fastest du im Ramadan? Ich war ehrlich gesagt schockiert. Hast du gedacht, ich spiele? Hast du gedacht, ich spiele hier mit der Religion? Ich habe den Islam angenommen, auf cool zu machen oder was? Ich bin sowieso cool gewesen. Auf jeden Fall. Ja, ich brauch nicht irgendwie den Islam anzunehmen. Da kann ich auch Buddhist werden und zieh mir ein Hütchen an und mach einen auf Dalai Lama. So. Da frag mich, fastest du im Ramadan? So, das ist die Wahrnehmung, die wir gemacht haben. So. Das ist das Problem, was wir vor uns sehen. Jetzt ist die Frage, wie kann man dieses Problem lösen? Wie kann man dieses Problem lösen? Da gibt es manche, die sagen, dass die Lösung des Problems ist es, dass wir Unterrichte in Moscheen machen und unsere Unterrichte durchziehen. Dann sagt er, zeig mir mal die Unterrichte. Dann siehst du dann die Unterrichte. Die meisten dieser Unterrichter kommen 10 Leute einmal die Woche in einer Region, wo tausende Muslime wohnen. Das heißt, genau diese und dass die 10, die kommen, sind genau die, die es am wenigsten nötig haben. Das sind nämlich die, die schon fasten, die beten und so weiter. Aber wir erreichen nicht die, die in die Spielhalle gehen. Wir erreichen nicht die Schwester XY, die einen Freund hat, die im Bordell arbeitet. Die erreichen wir nicht. Sondern wir erreichen die, die sowieso in die Moschee kommen. So. Das heißt, unser Ziel war von vornherein, die Massen zu erreichen. Wie erreicht man die Massen? Man erreicht die Massen, indem man zu den Massen geht. Du kannst keine Blockhütte im Wald bauen, auf die du Dawa schreibst. Der Prophet a.s. hat die Dawa. Wäre diese Methode der Dawa die einzig richtige, ich betone, es ist nicht falsch, Unterricht in Moscheen zu machen, dann hätte der Prophet a.s. in Mekka sich nur mit den Sahaba in Darul Arkam getroffen. Denn der Prophet hat sich tatsächlich mit den Sahabern in Darul Arkam getroffen und hat dort Unterrichte gemacht. Er hat dort Unterrichte gemacht. Das heißt, es ist gut, wenn jemand Unterrichte macht in Moscheen. Und wir haben das immer gefördert und unterstützt. Es gab sogar hier ein Seminar in der Nähe von Köln und Brüder haben mich gefragt, ob sie da hingehen sollen. Brüder haben mich gefragt, ob sie da hingehen sollen, beziehungsweise ein Bruder mit einem anderen Bruder. Ich habe gesagt, geh dorthin und versuch das Gute davon zu profitieren. Das Erste, womit es anfing, ist, das, was wir machen, ist die richtige Dawa. Dieses ganze Dawa auf der Straße und so, das ist alles falsch. Und nehmt nicht im Internet von Sheikh Google. Damit fing er das Seminar an. Der Bruder hört sich das an, der weiß genau, damit bin ich gemeint. Hat er gesagt, komm, kein Bock mehr. Kein Bock mehr, haben die nichts anderes zu tun. So. Das heißt, kann ich Leute fördern, mich mit Leuten vereinigen, deren Ziel ist es, meine Dawa zu zerstören? Die nichts anderes zu tun haben, als zu sagen, es ist falsch, Flyer zu verteilen, es ist falsch, Bücher zu verteilen, es ist falsch, im Internet Dawa zu machen. Von dem und dem soll man kein Dawa mal nehmen, weil der hat ja kein Wissen. Weil wir haben ja gelernt, bei wem hast du denn gelernt? Wie heißt denn der Sheikh? Ich kann dir auch meine Schiuch nennen. Aber unsere Erziehung ist nicht, dass wir die Leute zu Sufis im Mantel der Salafis erziehen. Unser Ziel ist, die Leute zu Menschen zu erziehen, die reflektieren können und schauen, was sagt der Allah und was sagt der Prophet, a.s. Sonst kann ich mich auch dem Naqshbandi-Orden anschließen, sagt der Sheikh hat gesagt. Das alles möchte gern Salafis. Sheikh so und so hat gesagt, er labert den größten Stuss. Rebellion gegen den Herrscher in Deutschland. Angela Merkel ist die Führerin der Muslime geworden und dann folgen die Idioten dieser Sache auch noch. Ja, ich kann nichts anderes dazu sagen, weil du musst wirklich dein Gehirn an der Garderobe abgegeben haben, wenn du dir eine Fatwa durchliest gegen Kundgebungen in Deutschland, wo dieser möchte gern Scheich. Und hier, es gibt dir keinen Respekt, weil man sieht einfach, weil ich bin kein Dummkopf, ja, der sich für blöd verkaufen lässt. Hier geht es um Hawa, hier geht es um Ittiba'ul Hawa, Gelüste folgen. Ja, es kann keiner so dumm sein und aus Kuwait kommen und hier 10 Verse bringen über ihr müsst dem Führer hören und gehorchen, ja, selbst wenn er ein Diener ist
Und bezieht diese Hadithe hier auf Deutschland. Wer so dumm ist, der darf keine Dawa machen. Wer so dumm ist, der soll sich nicht Sheikh nennen, der soll besser lernen gehen. Solche Leute sollen besser lernen gehen. Soll auswendig lernen, soll einen auf Papagei machen. Nichts anderes. Ja, es ist einfach, und jeder, der ehrlich zu sich selber ist und keine Krankheit im Herzen hat, weiß sofort, das sind Leute, vor denen man warnen muss. So. Bringt er 10 Beweise, ja, Kundgebung sind nicht erlaubt, weil das eine Rebellion gegen den Herrscher ist, dann bringt er Beweise, man soll nicht gegen den Herrscher rebellieren. Gegen den Herrscher, welcher Herrscher, erstens, welche Rebellion? Zweitens, welcher Herrscher? Hier geht es um einen muslimischen Herrscher. Kul atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Sprich, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und die, die unter euch Muslimen Führungsgewalt haben. Und Idioten gibt es, die das dann noch übersetzen und nicht mal merken, was der Typ da für einen Schwachsinn labert und das hochladen, weil sie Gehirn an der Garderobe abgegeben haben. Und deswegen, wir können uns nicht vereinigen mit Leuten, deren Ziel ist es, uns kaputt zu machen. Und wir sind schon öfter ausgenutzt worden, wo man uns Honig um den Mund geschmiert hat, einen auf Freund gemacht hat und hinter dem Rücken dann Lügen verbreitet hat. Ja, die wollen nur Stars sein, die wollen nur Geld kassieren, die wollen nur dieses und jenes und die nehmen Spendengelder. Wir haben es schon erlebt, Leute, die uns ins Gesicht lachen und hinter dem Rücken Märchen erzählen. Hinter dem Rücken erzählen sie Märchen von wegen, ja, ein Vogel ist eingebrochen, traut sich nicht mehr aus seinem Haus raus. Ach, bist du mit mir verheiratet? Bist du mit mir verheiratet, dass du weißt, ob ich mich nicht aus meinem Haus traue? Ich bin jeden Tag am Joggen, kannst ja mal vorbeikommen. Ja, so, was heißt jeden Tag? Sehr häufig. So, auf jeden Fall so viel dummes Geschwätz. Das heißt, liebe Geschwister im Islam, meine Erfahrung für euch: Vereinigt euch nicht mit Leuten, deren Ziel es ist, euch kaputt zu machen. Vereinigt euch nicht mit Leuten, die euch stoppen. Vereinigt euch nicht mit Leuten, wo ihr seht, die gegen euch gearbeitet haben, bis sie eine Barrieren gemacht haben. Barrieren heißt Klarstellung. Illa man taba, außer die, die Tauba gemacht haben, wa aslahu wa bayyanu. Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu, außer die, die Tauba gemacht haben, Reue gezeigt haben, richtig gestellt, besser gemacht haben, verbessert haben und klargestellt haben. Ich habe das so und so falsch gesehen. Ja? Ich habe das so und so falsch gesehen. Es gibt viele Wölfe im Schafspelz und deswegen sage ich euch, wenn ihr in einem Boot sitzt und ihr wollt nach Norden und der mit euch im Boot sitzt, will nach Süden, gibt es nur 2 Möglichkeiten. Schmeißt ihr aus eurem Boot raus oder sucht euch ein anderes Boot. 2 Möglichkeiten, ansonsten werdet ihr niemals an ein Ziel kommen. Niemals an ein Ziel kommen. Denn Vereinigung gibt es auf der Wahrheit. Nicht auf Batil, der Schwachsinn ist, und nicht auf Hawa, nicht auf Gelüsten. Und wir haben es hier mit vielen Gelüsten zu tun. Wir haben es hier mit Machtgier zu tun. Jemand will nur mit dir zusammenarbeiten, wenn er der Herrscher über dich sein kann. Wir haben es hier mit Neid zu tun. Jemand will sich mit dir vereinen, um dich klein zu machen, damit er der Chef ist, damit er gelobt wird, damit er von dir profitiert. Wir haben es hier mit Feigheit zu tun. Jemand will sich mit dir vereinigen, weil er Angst hat, dass durch deine Dauer, dass er Probleme kriegt, das ist übrigens eine Eigenschaft der Munafikun, damit er dich an die Zügel nehmen kann, zu stoppen. Und es gibt Vereinigung auf Doofheit, auf Dummheit. Ja? Dass jemand einfach dumm ist und er will sich mit dir vereinigen, um dich in seine Richtung zu ziehen. Du handelst dann dumm. Und wenn du dumm handelst, profitiert keiner von der Vereinigung, sondern der Einzige, der von der Vereinigung profitiert, ist der Scheitan. Weil du nicht mehr so intelligent handeln kannst, wie du handeln könntest. Aber noch etwas. Wir zum Beispiel, es gibt Leute, mit denen wir mehr oder weniger zusammenarbeiten zumindest wir bekämpfen niemanden, der uns nicht bekämpft und der die richtige Akida hat.
Es gibt Leute, mit denen wir beispielsweise Unterrichte machen oder mit denen wir uns treffen oder die haben in Sachen verschiedene Ansichten. Zum Beispiel, die machen keine Kundgebung, die machen keine Flyer-Aktion, die machen keine, die kümmern sich um das nicht, die machen ihre Unterrichte in der Moschee. Wir haben mit diesen Leuten kein Problem. Mit diesen Leuten haben wir kein Problem, solange sie sich um sich selber kümmern. Aber wenn wir jemanden haben, der seine Akademie aufmacht oder seine Moschee aufmacht oder seine Unterricht in der Moschee macht und sein erstes Ziel ist es, aus Machtgier, Neid oder Feigheit oder Doofheit uns zu bekämpfen und uns kaputt zu reden, ja, da kann man nicht erwarten von uns, dass wir uns mit ihm vereinigen, weil die Vereinigung von uns mit ihm würde nur bedeuten, dass wir unsere Identität in der Dauer aufgeben. Und wir sind 100.000%, ich bin 100.000% davon überzeugt, dass das, was ich mache, richtig ist. Und der Witz an der ganzen Sache ist, dass die ganzen Brüder und Schwestern, die dann später in dem Unterricht sitzen und sagen, das, was wir machen, ist falsch. Die haben selber angefangen zu praktizieren durch einen Flyer. Die haben selber angefangen zu praktizieren bei einem Unterricht, wo wir richtig geschrien haben und das hat sie berührt. Die haben selber, natürlich nicht alle, die haben selber angefangen zu praktizieren durch etwas, was sie von uns gehört haben. Gibt zum Beispiel so einen Typen hier, der Unterricht macht und dann sagt er, ja, der Pierre Vogel hat mit uns Unterricht gemacht. Und der hat uns direkt am Anfang was von der Bibel erzählt. Das ist eine falsche Methodik. Man fängt erstmal an in der Dings mit in der Dawa mit diesem und jenem. Erstens, ich habe gar keinen strukturierten Unterricht damals gemacht. Wir saßen drei oder viermal zusammen. Zweitens, dieser Vers von der Bibel, den ich erwähnt habe, den habe ich erwähnt, weil viele Muslime mehr oder weniger einen schwachen Iman haben. Und wenn sie auf einmal einen krassen Beweis aus der Bibel hören, steigert das ihren Iman und steigert ihr Selbstwertgefühl und das bewegt sie erst dazu, sich weiter mit ihrer Religion zu vertiefen. Denn ich habe den Vers erwähnt in Deuteronomium 18, Vers 18, wo das Kommen des Propheten Mohammed vorausgesagt wurde. Ein Muslim, der schwach im Iman ist und diese Sachen hört, aber einen Propheten wie dich, O Moses, werde ich unter ihren Brüdern, also den Brüdern Israeliten, den Arabern, also einen Propheten wie dich, der deine Eigenschaft hat wie Moses, Mohammed kein Prophet ist, Moses so ähnlich wie Mohammed, werde ich mitten unter ihren Brüdern, die Brüder der Israeliten sind die Araber, erwecken und er wird ihnen meine Worte lehren in meinem Namen, der Koran, alles zu und fang an mit Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, ja. Wer aber nicht auf die Worte, die der Prophet in meinem Namen sagt, die werde ich selber zur Rechenschaft führen. Das ist ein Beweis, dass der Prophet Mohammed a.s. schon in der Bibel vorausgesagt wurde. Ein Muslim, der so etwas hört, gibt es tausende Beispiele, fühlt sich bestätigt, fühlt Stärke. Und das ist erst das, was ihn überhaupt dazu bewegt, sich mit der Religion zu beschäftigen. So. Und deswegen vielleicht diese Person, die heute am Labern ist, vielleicht ist dieser Vers, den ich damals aus der Bibel gebracht habe, vielleicht ist das einer der Gründe, der ihn überhaupt dazu bewegt hat, sich mehr mit der Religion zu beschäftigen. Aber wie gesagt, wenn man ein Deutscher ist und man hat vor sich die geborenen Muslime, Vorzeigemuslime, dann hat man es natürlich schwer. Ne? Weil, wie kann man es denn besser wissen als der Opa? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.